So, zum Abschluss dieses Einführungsworkshops habe ich mir gedacht, dass wir gemeinsam noch einen Bewegungsablauf erkunden, der auch die Feldenkrais-Methode darstellt, der aber etwas herausfordernder ist als die bisherigen Bewegungsabläufe. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, bei manchen Bewegungsabläufen ist es sinnvoll, wenn der Boden ein bisschen Widerstand bietet, weil man sich gut mal abstützen kann. Es gibt andere Bewegungsabläufe, wo es sinnvoller ist, wenn man die Reibung etwas wegnimmt. Deswegen haben wir jetzt hier die Matten aus dem Raum genommen. Und wie immer beginnen wir erstmal damit, dass ich dich einlade, komm auf deinen Rücken. Keine Angst, ich mach's nicht allzu lange, wenn der Boden jetzt zu hart wäre. Aber nimm dir einen Moment Zeit, nochmal wahrzunehmen, wie du dich jetzt im Moment erlebst. Vermutlich wird es so sein, wenn du jetzt wirklich auf dem harten Boden liegst, dass der Eindruck, den der Boden in dir hinterlässt, natürlich etwas tiefer sein könnte. Eines der Dinge, was im Laufe einer Feldenkrais-Ausbildung garantiert passieren wird, ist, dass der Boden weicher werden wird. Dass der Boden mehr zu deinem Freund werden wird. Nicht deswegen, weil der Boden physikalisch tatsächlich weicher wird, sondern deswegen, weil du im Laufe der Zeit lernen wirst, dich besser zu organisieren und dich an diese Umwelt zu adaptieren. Das ist übrigens eine der großen Fragen in Bewegung überhaupt. Bewegung findet ja immer in Beziehung zur Umwelt statt und eine der wichtigsten Funktionen für uns in Bewegung ist, in der Umwelt uns organisieren zu können, die Instabilitäten der Umwelt durch unsere Bewegungsmöglichkeiten auszugleichen. Roll dich bitte über eine Seite und komm hoch ins Sitzen. Und wenn es irgendwie geht, setz dich so hin, dass die beiden Beine lang nach vorne am Boden liegen. Die müssen nicht durchgestreckt sein und lass die Beine auch ein bisschen voneinander wegkommen. Also bitte nicht die Knie durchstrecken, nicht die Füße eng zueinander nehmen. Und dann leg deine rechte Hand irgendwo auf dein rechtes Bein, deine linke Hand irgendwo auf dein rechten Bein, auf dein linkes Bein. Und ohne dich anzustrengen, ohne an die Grenze der Bewegungsmöglichkeit zu gehen, gleite mit den beiden Händen ein bisschen nach unten, so als ob du die Hände in Richtung deiner Füße bewegen wolltest. Und beobachte, wie weit geht das leicht. Du musst nirgendwo hinkommen. Ja, beobachte einfach, wie weit geht das leicht. Und dann nimm dein linkes Bein und beuge das linke Bein so nach hinten weg, sodass du in so eine Art Seitsitz kommst. Dein rechtes Bein lass lang dort vor dir liegen. Und dann nimm deine linke Hand und leg die irgendwo links neben dein langes rechtes Bein. Und nimm die rechte Hand und bring die irgendwo rechts neben dein langes rechtes Bein. Und vielleicht wirst du jetzt über die Anweisung etwas überrascht sein. Finde eine Lösung, wie du deinen rechten Fuß an deinem linken Handgelenk vorbei in Richtung deines linken Knies gleiten lassen kannst. Der rechte Fuß, das ist der, der lange vorne ist. Und die linke Hand, das ist die, die zwischen deinen Beinen ist. Und wie könnte der Fuß hinter der Hand vorbei zum linken Knie gleiten? Genau, und jetzt gibt es verschiedene Lösungen, wie man sowas machen kann. Also ich sehe zum Beispiel, manche nehmen die Hand so ein bisschen vom Boden weg, um dort vorbeizukommen. Das ist okay, ihr könnt ruhig schummeln. Schummeln ist immer gut, solange ihr wisst, dass ihr schummelt. Ja? Aber was könntest du sonst noch machen, um diesen Weg ein bisschen leichter werden zu lassen, dieses Bein dort hin und her gleiten zu lassen? Ich sehe zum Beispiel hier bei Tobias, der findet mehr und mehr Lösungen dazu, das zu machen. Und was er interessanterweise macht, er hat die rechte Hand weiter nach hinten genommen. Beobachte mal, vielleicht hilft dir das ja auch genau. Und die Ute findet auch eine Lösung dazu. Die Alex gleitet. Ja, Alex hat eine interessante Strategie gefunden. Er nimmt auch die rechte Hand ein bisschen weiter nach hinten. Ich sage euch gleich, das ist nicht die beste Lösung, weil ihr werdet die rechte Hand nachher noch brauchen. Aber was du gemacht hast, ist, du bist mit deinem Becken ein bisschen nach hinten gerutscht. Ihr könnt ja mal probieren, ob das vielleicht helfen würde, einfach den Abstand deines Gesäßes zu dieser Hand ein bisschen zu vergrößern. Genau. Genau, und dann lass es sein, mach einen kurzen Moment Pause im Sitzen oder im Liegen, was immer du möchtest.
und komm zurück in die gleiche Position. Wieder das rechte Bein lang nach vorne, das linke Bein nach hinten. Die linke Hand links vom rechten Bein, die rechte Hand rechts vom rechten Bein. Und was wird wohl die nächste Variation sein? Nimm deinen rechten Fuß und lass ihn am rechten Handgelenk hinten vorbeigleiten. Genau, genau, da gibt es auch verschiedene Lösungen. Es ist alles erlaubt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das einzige, die einzige Bedingung, die es gibt, ist, ein Teil deines Beckens muss immer am Boden bleiben. Also du kannst nicht das ganze Becken vom Boden wegheben. Und beobachtet mal, da gibt es verschiedene Lösungen. Schaut noch mal kurz zu Tobias. Tobias gleitet mit dem Knie hindurch und dann kommt der Fuß hinten nach. Ja? Ute, du hast vorher gerade eine ganz andere Lösung gehabt. Schaut, die Ute hat das an den Beinen arrangiert, kommt wieder zurück. Ja? Ute gleitet zuerst mit dem Fuß dadurch. Könntest du das machen, während der andere Fuß dort hinten bleibt? Im Moment nicht. Okay, kein Problem. Was könntest du sonst noch machen? Du könntest noch mal probieren, lass mal dein Knie dort durch diese Lücke, genau, und eins ist natürlich, die Hand weiter weg tun. Ihr dürft alles machen. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist das Becken komplett vom Boden wegheben. Genau, und dann kann dieses Knie, und jetzt im letzten Moment, heb deine rechte Hand ein bisschen, genau, zack. Und dann passt sie da durch und kommt wieder zurück. Und so sucht nach der Lösung. Ein Tipp, den ich euch geben kann, das hat irgendwas mit eurem unteren Rücken zu tun. Mit diesem Lendenwirbelsäule, von der man oftmals nicht so genau weiß. Oft ist es so bei dieser Art von Lektion, wenn ich die unterrichte, dass die Leute glauben, ich stelle eine Frage ans Hüftgelenk. Das hat natürlich was mit dem Hüftgelenk zu tun, aber nur bedingt. Der Rest kommt aus anderen Bereichen. Leg dich für einen Moment auf deinen Rücken, mach bitte Pause. Hol mal tief Luft. Normalerweise würden wir immer sagen, die Atmung hat auch etwas damit zu tun, wie man die Qualität der Bewegung bemessen kann. Du kannst das also beobachten, wie lange du brauchst, bis deine Atmung wieder in einen normalen Ruhezustand zurückkommt. Und wenn es eine Zeit lang dauert, dann bedeutet das vermutlich, dass dein Nervensystem im Moment mehr Arbeit verrichten musste, als es das normalerweise tut. Komm zurück ins Sitzen und nimm jetzt bitte das rechte Bein nach hinten, lass das linke Bein lang nach vorne, also die andere Achse sozusagen, hab deine beiden Hände wieder rechts und links neben dem langen linken Bein jetzt und dann gleite erstmal mit deinem linken Fuß an der rechten Hand vorbei und beobachte, wie ist das auf dieser Seite, genau. Und manche von euch werden jetzt ziemlich große Unterschiede entdecken. Meistens ist es so, dass wir auf einer Seite uns viel leichter in solche Bewegungen organisieren als auf der anderen. War das jetzt die leichtere Seite? Also wenn ich jetzt so rumschaue, würde ich sagen, bei vielen sieht es leichter aus im Moment. Genau. Und nachdem du das ein paar Mal gemacht hast, komm nochmal zurück und das nächste Mal gleite dann mit deinem linken Fuß an der linken Hand vorbei und beobachte, kannst du auch da eine Lösung dafür finden. Und jetzt haben wir was Interessantes gesehen. Schaut nochmal ganz kurz hierher, diese Lösung hier. Das ist eine Lösung, die nicht so viele Menschen spontan finden würden, aber es ist auch eine Lösung. Die Bewegung, die Lena macht, ist sozusagen, sie bringt erst ihren Fuß durch und bringt das Knie in dem Moment auf den Boden und dann kommt wieder zurück. Und dann habe ich eben gesagt, probier es mal so zu machen, dass das Knie zuerst an der Hand vorbeikommt. Da hat er gesehen, und jetzt macht sie wieder eine neue Variation. Komm noch mal zurück. Komm nochmal zurück und bring das Knie in dieser Lücke zwischen deiner linken Hand hindurch, aber dann lass den Fuß lang werden und bring ihn dort hinaus. Das ist die Variation, die wir eigentlich suchen. Genau. Und dann lass das sein, roll dich wieder auf deinen Rücken, mach Pause. Okay, komm nochmal hoch ins Sitzen und bring wieder das erste Bein, das wir zu Beginn lange nach vorne hatten, das war das rechte Bein. Nach vorne, bring das linke Bein nach hinten und noch einmal bring die beiden Hände rechts und links neben dein Bein
Und genau, und ihr könnt die Hände so weit wegnehmen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Hände so weit nach vorne nehmen, wie ihr wollt. Und dann gleitet nochmal mit dem rechten Fuß an der linken Hand vorbei und findet da eine Lösung. Und finde heraus, was müsst ihr zum Beispiel mit dem Kopf machen? Probiert mal aus, was passieren würde, wenn ihr, während ihr diese Bewegung macht, den Kopf nach unten nehmt, so als ob ihr in euren Bauchnabel schauen wolltet. Das hilft ein bisschen, oder? Ja, und dann kommt wieder zurück. Und dann lasst dieses rechte Bein wieder an der rechten Hand vorbeigleiten. Macht das ein paar Mal. Genau. Und wenn es zu schwierig ist, hebt für einen kurzen Moment die Hand hoch. Das ist total okay. Das ist kein Problem. Genau. Und das nächste Mal, wenn dein rechtes Bein rechts ist, in einer Bewegung bewegt das rechte Bein an beiden Händen vorbei nach links hinüber. Fast. Bleibt doch sitzen. Und komm wieder zurück. Genau, in einer Bewegung. Super. Genau. Und dann macht einen Moment Pause, entweder im Sitzen oder Liegen, wie ihr wollt. Und dann komm wieder zurück, nimm das andere Bein nach vorne und spiel noch mal ein bisschen mit diesem anderen Bein. Diese Lektion ist jetzt ein Beispiel einer Bewegungslektion, die eher ein bisschen herausfordernder ist, wie ich zu Beginn schon sagte, weil in der Öffentlichkeit entsteht manchmal so der Eindruck, die Feldenkrais-Methode wäre irgendwie sowas, wo man sich immer langsam und immer nur kleine Bewegungen macht. Moshe Feldenkrais war Kampfsportler. Dem ging es nicht darum, langsame kleine Bewegungen zu machen, sondern der einzige Grund, warum wir kleine Bewegungen machen, ist herauszufinden, wie organisiere ich mich? Aber um handeln zu können in der Welt, ist es manchmal notwendig, große Bewegungen zu machen. Und je mehr du dich insgesamt benutzt in diesem Bewegungsablauf, umso leichter wird es werden. Aber ich werde euch jetzt eine andere Lösung zeigen, wie es einfacher wird. Komm zurück auf deinen Rücken. Und dann roll dich bitte hinüber auf deinen Bauch. Und leg dich so hin, dass dein Gesicht nach rechts gewendet ist. Das heißt, dein linkes Ohr ist näher am Boden. Und stell deine rechte Hand irgendwo neben dir in eine liegestützartige Position auf. Und ein paar Mal beginn so eine ganz simple Bewegung zu machen, dass du deinen rechten Kopf am Boden entlang hinüber ein bisschen nach rechts gleiten lässt, so als ob du in diese Lücke unter deiner rechten Hand hindurchschauen wolltest und komm wieder zurück. Und mach das einige Male und beobachte, wie dein ganzer Rücken diese Bewegung erlauben kann. Also wenn du etwas Druck durch diese rechte Hand in den Boden gibst, hebt sich die rechte Schulter. Dadurch, dass sich diese rechte Schulter ein bisschen abhebt, wird der Raum geschaffen, dass dein Kopf in Richtung dieser Lücke gleiten kann. Lass den Kopf, wenn es geht, am Boden bleiben. Sonst muss dein Rücken so viel arbeiten, den Kopf zu halten. Lass den Kopf einfach am Boden entlang nach drüben gleiten. Und dann, was viele schon entdeckt haben, ist, wenn ich diesen Kopf dorthin gleiten lassen möchte, dass irgendwas mit dem Becken passieren könnte, was es helfen würde, diesen Kopf dorthin gleiten zu lassen. Nimm mal den linken Arm und bring ihn an deiner Seite nach hinten, nach unten. Lass mal den linken Arm mehr nach unten liegen. Mach weiter mit der gleichen Bewegung des Kopfes und spür, wie dein Gewicht mehr in Richtung deiner linken Schulter kommt. Und dann mach irgendetwas mit deinem Becken, sodass du insgesamt mehr auf deine linke Seite hinüberrollst. Was könntest du da machen? Du könntest zum Beispiel dein rechtes Knie am Boden ein bisschen nach oben gleiten lassen. Genau.
Und dann komm wieder zurück und mach das ein paar Mal und beobachte, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das machen zu können. Und ich würde ganz gern mit Sonja und Andrea kurz was zeigen, wenn das für euch okay ist. Sonja, Andrea, bleibt einfach mal liegen und die anderen von euch, ihr kommt einfach hoch ins Sitzen. Und ich komme hier rüber zu Sonja. Und Sonja, mach noch mal die Bewegung, gerade so, wie du sie gerade eben gemacht hast. Und könnt ihr sehen, was bei Sonja passiert, wenn ihr mal genau hinschaut in dieser Bewegung? Sonja macht genau das, was ich gesagt habe. Ja? Sie bringt den Kopf in diese Lücke hinein. Sie rollt auf ihre linke Seite. Aber wenn ihr die Form des Rückens hier anschaut, was sie macht, ist im Endeffekt, sie kommt erst ganz am Schluss durch das Knie, das hochkommt, ein kleines bisschen in eine Beugungssituation. Ansonsten ist es quasi so weit wie diese Seite des Beckens nach hinten geht, so weit kommt diese Schulter nach vorne. Und wenn ihr den Abstand zwischen meinen beiden Händen anschaut, dann seht ihr, das ist mehr oder weniger der gleiche. Da verändert sich kaum etwas an dem Abstand zwischen den beiden Händen. Vielen Dank, Sonja. Andrea, ich komme zu dir. Sonja kann gerne auch mitgucken. Und wenn ich jetzt nochmal anschaue, wie Andrea die Bewegung gemacht hat, ich bin wieder an diesen beiden Punkten. Und Andrea, mach nochmal deine Bewegung und könnt ihr sehen, was hier passiert. Ja, wie sich die Form des Rückens komplett verändert. Und wenn ich jetzt wollte und Andreas Kopf noch ein bisschen mehr in diese Lücke reinnehmen, ich könnte sie quasi wie so ein kleines Päckchen zusammenfalten. Der ganze Rücken rundet sich ab. Und das ist im Moment, beides sind super Lösungen. Ja? Beide haben auch genau das gemacht, was ich gesagt habe. Aber im Moment ist es das, was wir eher suchen, diese Konstellation mit diesen Abrunden des Rückens. Das ist das, was es leichter macht, dieses Bein hier dort nach oben zu bringen. Und den Kopf in diese Richtung zu bekommen. Wenn ich jetzt, ich will es nicht wirklich machen, aber Andrea könnte ganz leicht ihr Knie küssen. Genau. Dankeschön. Kommt noch einmal zurück und probiert noch einmal aus für euch selber, ob ihr vielleicht diese zwei verschiedenen Variationsmöglichkeiten aus für euch selber entdecken könnt. Und dann beobachtet, was müsst ihr da machen, dass ihr das Gefühl habt, dass diese ganze Wirbelsäule sich abrundet in dieser Bewegung. Euer Nasenspitze und euer Kinn in Richtung Knie kommt und euer Knie in Richtung Nasenspitze und Kinn. Genau, wie weit wollt ihr dazu auf eure linke Seite rollen? Und können alle 24 Wirbel deiner Wirbelsäule sich an dieser Bewegung beteiligen? Und dann lass das sein, roll dich zurück auf deinen Rücken. Und für einen Moment spür nach, wie fühlt sich der Boden an? Ist er härter geworden in den letzten paar Minuten oder ist er weicher geworden? Komm bitte wieder zurück auf deinen Bauch. Und dieses Mal leg dich so hin, dass dein Gesicht zur anderen Seite hinübergewendet ist. Das heißt, du hast dein rechtes Ohr jetzt am Boden liegen. Stell deine linke Hand auf und bring die rechte Hand neben dir an der Seite nach unten. Und ein paar Mal beginne auf dieser Seite die gleiche Erkundung zu machen, die du gerade eben auf der ersten Seite gemacht hast. Das heißt, lass deinen Kopf in diese Lücke hineingleiten unter deinem linken Arm, deiner linken Hand. Und erinnere dich an all diese Dinge, die du gerade eben schon auf der anderen Seite entdeckt hast. Wie zum Beispiel deine Lendenwirbelsäule sich an dieser Bewegung beteiligen kann. Wie du dein Gewicht mehr auf deine rechte Seite bewegst. Wie deine rechte Schulter irgendwie mit so ein bisschen gleitet. Wie dein Knie dort nach oben kommt. Und eine interessante Frage, die ihr noch mit ins Bild nehmen könntet, wäre, was macht dieses lange rechte Bein, das dort am Boden hinter dir liegt? Könntest du irgendwie dieses Bein einladen, dir zu helfen, das linke Knie und die Nasenspitze aufeinander zuzubewegen? Was könntest du mit diesem
langen rechten Bein machen. Genau, und was viele entdecken ist, irgendwann könnte dieses rechte Knie sich auch anfangen zu beugen. Das rechte Knie könnte sich anfangen zu beugen und das rechte Knie gleitet sozusagen hinter dem linken Knie her und landet dann in dem Moment, wo das linke Knie und dein Kinn nahe beieinander sind, landet das rechte Knie in der Kniekehle des linken Knies. Genau, und dann komm wieder raus und spür noch ein paar Mal nach, wo überall in deiner Wirbelsäule sich diese Bewegung widerspiegeln kann und ob es Bereiche in deiner Wirbelsäule gibt, die vielleicht noch etwas mehr sich beteiligen könnten. Und dann beim nächsten Mal, wenn beide Beine lang sind, stell bitte wieder deine rechte Hand auf, wende den Kopf zur anderen Seite hinüber, bring den linken Arm nach unten und mach die gleiche Bewegung nochmal zur anderen Seite hinüber, aber dieses Mal nimm dein linkes Bein mit und lass das linke Knie in die Kniekehle des rechten Knies hineingleiten. Du faltest dich komplett zusammen. Genau, und dann, was manche eh schon machen, beim nächsten Mal, wenn die beiden Beine wieder lang sind, stell die linke Hand ebenfalls auf, hab die beiden Arme neben dir stehen und dann hab den Kopf nach wie vor nach rechts gewendet, gleite mit den beiden Knien nach rechts hinauf, aber erinnere dich nacheinander, es beginnt das rechte Knie und dann kommt das linke Knie und dann lass die beiden Beine lang werden. In dem Augenblick, wo der richtige Moment ist, wende deinen Kopf zur anderen Seite hinüber und dann bring die beiden Knie auf der anderen Seite in Richtung deines Kopfes und lass den Kopf in diese Richtung zurückkommen. Das heißt, du faltest dich einmal auf deiner Vorderseite zusammen und einmal öffnest du dich. Genau, und dann lass es sein, roll dich auf deinen Rücken, mach nochmal Pause. Spür nach, wie du den Boden hinter dir jetzt erlebst. Was kommt in den Vordergrund deiner Aufmerksamkeit nach diesen Bewegungen? Und ich vermute, die meisten von euch haben entdeckt, dass es eine Seite gibt, über die ihr euch leichter zusammenfalten könnt und die andere Seite etwas schwerer ist. Komm noch mal bitte zurück auf deinen Bauch in die gleiche Position. Hab wieder beide Hände aufgestellt und wende deinen Kopf erstmal so, dass er nach links gewendet ist. Und ein paar Mal bring die beiden Knie nach links zur Seite hinauf. Zuerst mit dem linken Knie, lass das rechte Knie folgen und komm wieder zurück und beobachte, wie fühlt sich das auf dieser Seite an. Und dann beim nächsten Mal wende den Kopf zur anderen Seite hinüber und bring deine beiden Knie auf dieser Seite nochmal nach oben. Genau. Und du könntest nochmal so ein bisschen abwechseln, einmal zur einen Seite gehen, einmal zur anderen Seite gehen. Und dann beim nächsten Mal, wenn du wieder lang am Boden liegst, bleib bitte für einen Moment in dieser Position. Und dann stell beide Hände rechts und links neben dir auf. Entscheide selbst, in welche Richtung du im Moment deinen Kopf gewendet haben möchtest. Aber bevor du beginnst, dieses Knie auf der Seite, zu der du gerade schaust, nach oben zu bewegen, hör mir erstmal zu. Du wirst gleich beginnen, dieses Knie über deine Seite, so wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, nach oben zu ziehen und deinen Kopf in dieser Bewegung in Richtung dieses Knies zu bewegen. Aber finde den richtigen Moment, zu dem du das
andere Knie, das Knie, das der Bewegung eigentlich nur folgt, unter diesem ersten Knie hindurchschlüpfen lassen möchtest, sodass dieses hinten liegende Knie sozusagen das erste Knie überholt und am Ende der Bewegung liegt das hinten liegende Knie vor dem anderen Knie. Und dann probier mal aus, wie du diese Bewegung machen würdest. Also beginne wieder deinen Kopf nach vorne in diese Lücke zu bewegen, gleite mit dem Knie in diese Richtung und dann finde den richtigen Moment, um dieses Knie dort unten durchgleiten zu lassen und dann dreh wieder um. Dreh wieder um, komm wieder zurück und mach das einige Male, bis du klar findest, wann ist der richtige Moment, wie weit musst du dein eines Bein heben, damit das andere Bein unten durchpassen kann. Wann ist dieser richtige Moment, das durchzubringen? Und dann beim nächsten Mal, wenn du dieses Knie vorbeigleiten lässt, finde den richtigen Moment auch, wo du etwas Druck durch die beiden Hände gibst und den Kopf vom Boden wegbewegst. Und in dem Moment, genau, probier es mal aus und du landest in so einer Art Seitsitzposition. Und dann komm, lass die Hände dort stehen, wo sie sind. Und komm wieder zurück, bring den Kopf wieder zurück und gleite hinaus. Gleite mit dem Knie hinaus. Und beim nächsten Mal, wenn du in diese gleiche Seitsitzposition kommst, lass dieses hinten liegende Knie zwischen deinen beiden Händen hindurch nach vorne gleiten, sodass dieses Bein zwischen deinen beiden Händen hindurch nach vorne kommt und du sitzt. Ja, probier's aus, was passiert, was passiert, was passiert. Genau. Kommt nochmal zurück. Ja, nee. Vielleicht sage ich es doch nochmal für eine Seite an. Okay, legt euch bitte nochmal auf den Bauch. Legt euch bitte auf den Bauch. Und ich glaube, die Mehrzahl der Leute ist jetzt über rechts gegangen. Deswegen gebe ich euch die Anweisungen nochmal über rechts. Das ist vielleicht ein bisschen klarer. Okay, wende deinen Kopf so, dass dein Gesicht nach rechts gewendet ist. Das heißt, das linke Ohr ist am Boden. Und dann gleite mit deinem rechten Knie in Richtung deines Gesichts. Hab beide Hände in der Liegestützposition. Beide Hände in der Liegestützposition. Gleite mit deinem rechten Knie in Richtung deines Gesichts. Und irgendwann finde diesen Moment, wann dein linkes Bein unter dem rechten hindurchgleitet. Und finde den richtigen Moment, wann du dich abstoßen möchtest vom Boden. Und dann stoße dein linkes Bein nach vorne zwischen den Händen hindurch. Und beobachte, in welcher Position kommst du zum Sitzen. Dann lass dein linkes Bein wieder an deiner rechten Hand vorbei zurückgleiten und komm auf den umgekehrten Weg wieder zurück in Bauchlage. Und mach das ein paar Mal, bis das ganz leicht wird, aus dieser Position ins Sitzen zu kommen und koordiniere so ein bisschen, wann machst du was. Und im letzten Moment, wenn es dir die rechte Hand im Weg steht, heb die rechte Hand kurz weg vom Boden. Genau, und komm wieder zurück. Und dann mach das Ganze mal so, dass, stell dir vor, von da, wo dein Kopf gerade liegt, hörst du auf einmal das Röhren eines Tigers, das nachts im Busch, und du möchtest schnell hochkommen und schauen, wo du da hinschaust. Manche wären längst Beute. Wann muss dieses Knie? Und achtet mal drauf, wenn ihr. Wir können jetzt noch ein bisschen spielen mit der Richtung, ja? Und zwar kommt noch mal zurück, wenn ihr auf dem Bauch liegt, dann ist euer Kopf genau nach oben in Richtung der Wand über eurem Kopf gewendet. Ja? Koordinier die Bewegung so, dass du mit deinem linken Bein am Ende gerade in diese Richtung sitzt, in die jetzt dein Kopf zeigt und dein Gesicht ist genau in diese Richtung gewendet. Du schaust genau dorthin, wo du auch jetzt hinschauen würdest, wenn du deinen Kopf hebst. Ja? Wie koordinierst du diese Bewegung, dass du am Ende der Bewegung dieses lange linke Bein gerade nach vorne hast und dein Gesicht ist genau in diese Richtung gewendet und dann komm wieder zurück. Und beim nächsten Mal, wenn du wieder lang auf dem Boden liegst, nimm dir einen kurzen Moment Zeit, erstmal nur in der Vorstellung, dir eine
koordiniertes, sensorisches Bild zu machen, wie würdest du die Bewegung jetzt zur anderen Seite hin machen? Vermutlich würdest du den Kopf zur anderen Seite wenden. Wo würdest du die linke Hand hinstellen? Wo würdest du die rechte Hand hinstellen? Wann würdest du beginnen, Kopf und Knie aufeinander zuzubewegen? Wann wäre der richtige Moment, wann das rechte Bein am linken Bein vorbeigleiten würde? Wie würdest du das koordinieren, dass dein rechtes Bein dann zwischen den beiden Händen hindurch lang nach vorne kommen kann und du am Ende der Bewegung in einem Seitsitz bist, mit deinem rechten Bein nach vorne, das linke Bein ist nach hinten, dein Gesicht ist genau wieder zu der Wand über deinen Kopf gewendet und dein rechtes Bein ist lang in diese Richtung. Und wenn du ein klares Bild für diese Bewegung hast, beginne damit und probiere aus. Erst langsam, um herauszufinden, wie machst du das? Wann ist der richtige Moment, vorbeizukommen mit dem einen Bein am anderen? Wie weit willst du dieses Bein vorbeinehmen? Wann ist der richtige Moment, durch beide Hände etwas Druck in den Boden zu geben, deinen Oberkörper vom Boden etwas wegzuheben? Und dann komm wieder zurück. Genau, und dann probier es ein paar Mal alternierend aus. Geh einmal über die eine Seite hoch, geh einmal über die andere Seite hoch. Und jedes Mal, wenn du ins Sitzen kommst, stell sicher, dass dein Gesicht immer in die gleiche Richtung zeigt. Egal, ob du über rechts oder links hochkommst, dein Gesicht zeigt in die gleiche Richtung. Und du kommst wieder zurück. Genau. Und dann beim nächsten Mal, wenn du hochkommst ins Sitzen, könntest du eine Lösung finden, beide Beine lang zwischen deinen Händen hindurch nach vorne zu nehmen. Wie würdest du das machen? Genau, und komm wieder zurück. Und nochmal, beide Beine nach vorne. Und dann, Moment, warten wir noch, bis es findet, genau. Und wenn du dann beide Beine vorne hast, dann könntest du über die andere Seite zurückkommen, oder? Und auf diese Art und Weise könntest du sowas wie so einen großen Kreis mit beiden Füßen durch den Raum beschreiben. Einmal kommst du in die eine Richtung hin, einmal in die andere Richtung hin. Jetzt müsst ihr ein bisschen koordinieren, dass ihr mit euren Nachbarn nicht ins Gehege kommt. Und wie schnell könntet ihr diesen Kreis machen? Genau. Genau, ja, diejenigen von euch, die Breakdance-Kurse unterrichten, die ist das eine coole Lesson. Okay, lass das alles sein, roll dich auf deinen Rücken. Und spür nach, wie du dich erlebst. Und nur um es nochmal auszuprobieren, komm bitte nochmal hoch ins Sitzen. Das machen wir nachher. Erstmal nimm das lange linke Bein nach vorne, hab das rechte Bein nach hinten, bring die beiden Hände rechts und links neben dieses Bein und probiere jetzt nochmal den Fuß an den Händen vorbeigleiten zu lassen und beobachte, ob das ein bisschen leichter wurde. Bisschen. Bisschen. Ein bisschen. Genau. Und dann nimm das andere Bein lang nach vorne, probier es auch da nochmal und beobachte, wie hat sich das verändert.
Andrea ist auf einmal ganz leicht, oder? Ist auf einmal ganz leicht geworden, zumindest diese Richtung. Genau. Und dann setzt euch einfach mal hin und bringt beide Beine lang nach vorne. Und noch einmal legt die beiden Hände auf deine langen Beine und gleite so ein bisschen nach vorne und beobachte, wo kommst du jetzt mit deinen Händen hin? Interessant, oder? Auf einmal sind die Beine sind viel kürzer geworden in der Lektion, oder? Was ist anders? Komm hoch ins Stehen. Das haben wir jetzt zu Beginn nicht gemacht, aber was zu dieser Lektion auch sehr gut jetzt passen würde, ist, bring einfach mal beide Hände auf den Boden. Und spür mal nach, wie sich das anfühlt. Und komm wieder hoch. Geh ein paar Schritte durch den Raum, spür nach, wie sich das anfühlt. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.